So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum nächsten Let's Play NASCAR Racing Season 2003 Multiplayer. Wieder mit dem Ricky und dem Chris. NASCAR Racing, komm. Genau, da fehlte noch was. Klar. Kein Problem. Heute mal oh, mit dem ich Coca-Cola hasse das, Super ne? Speedway. Mal Ich hab was wieder den anderes. geilen Grafikbug. Ja, willst du gleich nochmal neu laden? Nee, ich glaube, das liegt daran, weil es Boah, was ist ja das denn, sozusagen ey? keine Hammer. Originalstrecke ist, weißt du? Achso. Wollt ihr jetzt erst Practice machen oder gleich Qualifying? Mir ist das egal. Boah, das ist ja nicht, hammergeil. Wieso? Oh. Ich verstehe nur nicht, wieso ich den Scheiß hab. Ihr entscheidet euch, bevor ich jetzt hier auf Drive Boah, geil, klicke. Wirst du da geil rausgetragen, Alter. Warte mal kurz. Starte mal kurz neu, wenn ist ja irgendwas. Boah, ja, ist das eine lange Gerade, ey. Ja, dann starte nochmal neu. Warte, Chris, er startet nochmal neu. Boah, das ist geil. Ich finde das scheiße, wenn die Texte an der Seite so scheiße sind. Kann ich schlecht aus dem Fenster kicken. Das ist die Scheibe. Ne, bleibt schrecklich. Wie hast du das geregelt? Was habe ich? Du hast dir doch einen Fix geholt und nicht dafür. Ich jetzt was? Ja. Da hast du einen Tweet haben wir gemacht. Mit Joe zusammen. Wäre? Das musst du selber in den ganzen Dateien einstellen. Da musst du selber was gucken, Alter. Das ist ein bisschen komplizierter. Ja, das ist nämlich nur bei selbstgemachten sozusagen. Oder halt. Ja, ich guck mal, wie es bei mir hier aussieht. Nö, bei mir sieht es hier relativ gut aus. Scheiße, Zigarette aus, Mann. Ja, du siehst auch normal aus. Ja, ich finde das so scheiße, wenn ich keine Schildtext habe. Ja, wir hatten ja auch eine Zeit lang. Das finde ich auch Rusty Chicken Farm scheiße. Ja, Rusty, die Strecke ist aber ein Traum. Ja, aber ich habe da genauso eine Scheißtextur. Ja, müssen wir mal das Tweet zusammen machen. Wir können ja mal ein Special machen, einfach den Server, kein Custom. Das ist eine lange Frage. Ja, wie gesagt, wir können ja mal die Tweet dann irgendwann machen. Denke, dann müsste ich dann mit Joe zusammen, der weiß noch, wie das geht. Oder wir nehmen einfach die 2012er, den anderen 2012. Wow. Ja, die hat Dings nicht. Die hat Chris jetzt nicht. Echt? Die hat, glaube ich, noch keine außer ich. Und du. Weiß ich auch nicht. Aber ich finde das bei diesen Umsetzung von Kurve und Gerade ist total schrecklich. Voll genial. Hier die Strecke, voll geil. Ja, weil ist schon ganz cool eigentlich, aber ich weiß schon, was du meinst, weil so richtig hammermäßig reinkommst da, ne? Ja, weil dieser Hummel da ist. Mhm. Das ist total komisch, weil Boah, das ist total dieses schlecht. Raustragen ist also der Kracher, ist das ey. Total schlecht gemacht. Also so, sozusagen. Ja, ist Gewöhnung, ja, ist gewöhnungsbedürftig, ne? Ja. Ah, hier kannst du geile Überschläge machen. Ja, weil richtig Schaden ist an, ne? Ja, darf man nicht vergessen hier, ne? Na, ich finde das doof, dass ich diese ekelhaften, matschigen Texturen habe. Ja, das habe ich auch manchmal. Ich weiß nicht, wonach das geht, ey. Das ist total ekelhaft, ey. Boah, okay. Oh, wer ist denn hier vor mir? Den kenne ich doch. Oh, das wird knapp. Oh, das war ein Fehler. Mit Quali oder ohne? Mit, würde ich sagen, ne? Weil bei 110% muss man schon mal gucken. Oh, und eieiei, das war ein richtig heftiger Einschlag. Boah, es geht schön auf die Reifen, also die Strecke. Auf jeden Fall. Alter. Boah, war das ein Einschlag noch, ey. Das ist quasi. Bin ich gerade an Chris vorbei und bin zu weit hochgetragen worden. da muss ich mir nochmal angucken, Alter. Wer da hier noch war. Oh, das war nochmal Kurt, Alter. Da muss ich mal richtig gucken, ey. Wow. Wie gesagt, Chris hat ja schon wieder ein neues Auto genommen. Oh, was ist hier passiert? Voll die Staubwolke. Ja, ja. Boah, da bist du voll gegen die Dings geknallt. Ja, gegen die Boxenmauer. Boxen einfach. Ja. Alter, Alter. Wie gesagt, 3 wide bin ich noch durch, ne? Und dann bin ich zu weit hoch, ey. Hab leicht die Mauer berührt und war vorbei. In Kurt rein. Oh, wir haben uns hier... Geil, parallel Pioretten gedreht.
Alter. Wie die da so schnell reinfahren in der Kurve. Hammer. Krass. Mich wundert, dass das Chris gar nichts gesagt hat, wo wir da weggeflogen sind. Ich bin da nur ausgewichen. Aber ich komme kein Stück hinterher, ey. Ja, müssen wir gleich. Das ist Hammer, echt. Das Hinterherbleiben bei denen ist schwer. Da ist 110 doch zu viel. Ja, würde ich auch sagen. Mach mal 105. Ja, warte kurz, bevor du jetzt umstellst. Lass kurz einmal kurz das Rennen starten. Warte kurz. Also ich wäre auch noch dafür, Mirko, dass wir beide mal ein IndyCar Special machen. IndyCar? Oh Gott, hab ich ja gar nicht. Indica. Ja, den kann ich dir schicken. Geht schnell. Ich schaff da gar nicht dran zu bleiben. Muss nur einen Sound-Changer drin haben. Ne? Muss dir alles entgeben kurz. Ja, das können wir mal bei Gelegenheit gerne machen. Also IndyCar fahre ich auch noch mal gerne. Ich auch. Wenn halt so auf, ja, können wir ja machen. Aber so auf Daytona, ne, weil ich die Straßenkurse. Ja, Straßenkurse sind sowieso schwer. Habt ihr davon ein Spiel oder was? Ne, das kannst du hier für eine Mod ist das. Ach so, cool, geil. Ja. Okay. Genau, gleich, geil. Ihr könnt umstellen, wenn ihr wollt. Wo kriegst du denn das her? Google. Oh. Alter, das war ein Hardhead, ey. Ey, das ist unmöglich bei 100% bei denen da dran zu bleiben, 110. Ja, ihr könnt ja umstellen. Wir nehmen eine andere Strecke. Ne, die Strecke, die ist super. Lass doch ruhig mal fahren. Ich find's aber scheiße, dass ich matschige Texturen habe. Dann starte doch mal komplett neu. Den Server. Es liegt ja nicht da. Oh. 46422, ey, ich bin 40 da. Ja, das Beste ist eine 44120. Ich glaube, ich bringe gerade jeden einzelnen um gerade bei der Skala. Wow, Alter, ich will. Ich glaube, ich habe gerade jeden einzelnen umgebracht, ey. Ey, bitte guckt euch mein Replay an, Alter. Muss ich meinen angucken, weil ich bei der Verursacher. Richtig spektakulär, glaubt mir. Wenn ich bei der Verursacher. So. Boah, Alter. 4500 seconds. Big buddy. Bam, haut der mir rein. Ich bin smart geworden. Ja, ja, so wie ich vorhin in Daytona. Ich glaube, ich habe jeden einzelnen umgebracht. Holy shit. Boah, Alter, guck dir mal Kyle Busch an. Guck dir mal Kyle Busch an. Ja, ich sehe das hier gerade nicht bei mir. Ich habe nur maximal 2 Runden. So, ja, der. Der dreht sich, knallt raus, bleibt stehen, auf der Strecke, mit dem Heck, und dann kommt einer auf folgendes Heck, es dreht sich so schnell, Alter. Ja, von mir aus können wir die ruhig mal fahren einmal, ist kein Problem. Ich finde nur scheiße, dass ich manche Texturen habe. Ja, das ist ätzend, ich weiß. Aber manchmal muss ich da auch schon durch. Auf jeden Fall müssen wir andere Dings machen. Achso, toll, jetzt war ich gerade, wollte ich die erste Runde nochmal. Lass einfach mal 100 machen. Ja, mach 105. 100 ist, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, das ist zu wenig. Komm, 100 ist auch okay. Realistisch 100. Ja, theoretisch schon. Ja, gibt kein Rennen mit 105%, nur 100. Ja doch, wenn ich fahre, gebe ich auch 110%. Ja gut, aber bei 110 bleibst du gar nicht. Oh, ich glaube, ich habe die, warte mal kurz. Nochmal raus, okay, was hast du? 10% wäre nicht schlecht, oder? Egal. So. Oder? Eigentlich könntest du auch 15 machen. Ne, jetzt sind 10. Ja, komm, mach 15. 15. Wenn schon, denn schon. Ja, genau. So, ja, das reicht schon. Mit vierfacher Pitstop-Frequency. Ja, genau. Mach direkt Qualifikation. Da bist du jede zweite Runde drin eigentlich. Mach direkt Qualifikation. Ja, würde ich auch sagen. Bin ich mal gespannt hier jetzt. Ich hab da nicht mal einen Boxen-Crew. Ja, ich hab auch keine. Achso, ich muss auch mal Continue hier drücken, ne? Oh. So, bin ich mal gespannt. Das ist nicht der Todesurteil, wa? Oh, das fängt ja gut an. Auf die Strecke rauf und direkt gedrückt. Das ist nicht gut. So, also, Reifen sind aufgewärmt. Ja, das würde ich dann auch sagen, bei einer Piorette. Alle, ja, super aufgewärmt, halt die. Muss ich ja sagen. Perfekto.
Wie gesagt, hier bin ich jetzt mal gespannt, wer was hier macht. Oh. Ja, das könnte schon wirklich auf den Reifen gehen, ne? Ja, wir auch. Bei 100%, ja? Geil. Okay, dann passt das vielleicht hier bei der Strecke doch. Boah, das ist ja krass. Das war knapp. Das wird keine bessere Runde. Hammer, ey. 41 Sekunden. Wow. Haben die denn da bitte, ey? Ja, ich glaub, ich kann das Rennen schon mal knicken, wenn ich schon eine Sekunde langsam bin als ihr. Oh, was gucken hier kurz? Oh, mich wundert, dass ich sogar noch vor Batista bin, also vor Chris. Letzter, ey. Weil ich die letzte Runde habe ich voll versaut. Egal, lass uns mal fahren. Können wir mal testen. Ey, du kommst ja gar nicht voran vor. Ja, komm, mir. Doch. Na klar, fahren, ist scheißegal. Richtig. Testen wir mal. Ohne, wenn wir es nicht testen, Alter, dann wissen wir es ja nie. Ey, du bist ja vor mir, korrekt. Ja, hab ich doch gesagt. Wieso fährst du anders in den Türen rein wie ich? Ach, scheiße, ich bin außen, Alter. Oh, mein Gott. Hast du jetzt die Original 17 genommen, oder was? Nee, jetzt hab ich nur 33. Ach, da ist bist du, okay. Da hab ich mich schon gewundert. Obwohl hier die äußere Linie eigentlich viel cooler ist, glaube ich. Einfacher zu lenken, Auf jeden Fall doch, nee, hast recht, ja. Weil innen ist total schwer. Obwohl, boah, das Hammer hier, der Knick, bam. Ja, ja. Ja, das meine ich, deswegen hasse ich die Schrecken. Aber das ist ja gerade das Interessante, was voll Spaß macht. Ja, einmal fahren können wir sie ja, wie gesagt. Also online bin ich die jetzt auch noch nie gefahren, ne? Also jetzt so mit mehreren Leuten. Weil sie wahrscheinlich unbeliebt war. Ja, es gab ja früher so Server, da konntest du die auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da konntest du die auch fahren, ne? So ist es nicht. Ja, dann werden wir die doch mal mit dem Dave und dem Joe fahren, oder? Die wollen die, glaube ich, auch nicht fahren. Ach komm, müssen wir die mal dazu bringen, das kann ja wohl nicht sein. Nee, ich würde die auch nicht fahren, das finde ich. Die fahren ja lieber M&M oder so. Ja, weil er grippt. Dennoch mal alle Strecken fahren. Boah. Sorry. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn wir mal neue Sachen hier auch testen, weißt du? Ja. Das ist kein Problem. Weil das hier finde ich gut, dieses Runtergehen. Ja, das ist auch das Schwierige. Ja. Muss ich mir irgendwie mal... Nein, ich sag, wir halten noch nicht mal eine Runde grün. Doch, schaffen wir. Ja, würde ich auch sagen. Doch, eine. Eine schaffen wir. Meinst du? Schaffen wir mehrere. Wie Bristol, ne? Ja, ja. Schaffen wir so. Schaden schaffen wir so. War nur nicht eine, ne? Nicht eine, ne? Wir haben noch nicht mal den Start geschafft. Aber danach waren 5 Runden, das ging dann schon. Ja, ich bin über die Ziellinie gerade noch so gekommen, also ich hab... Der 5. Runde war es, ne? Komm runter, Mirko. Ja, also das erste Mal war ja ein Dings. Das erste Mal war ja noch nicht mehr über die Ziellinie. Das Schöne ist, dass hier keine Plates drin sind. Boah, Alter, jetzt, da fängt's an. Oh. Razor, wo bist du? Echt schön. All clear.
keine Strecke. Boah, Alter, aufpassen, ey. Du wirst voll nach außen getragen, ey. Was die Reifen quietschen, ey. Nee, ich bin. Yay! Woo! Ja, das wird interessant, ey, ob wir überhaupt noch einen überholen. Ja, ne? Geil, ey. Wie gesagt, jetzt werden wir wieder nach außen getragen gleich, ne? Musst du aufpassen, ey. Alter, aber volles Programm, ey, ich lenk schon voll ein. Oh, ich hab meine Box verpasst, nein! Komm, Mirko, wir müssen dranbleiben. Alter, ja, aber der muss erstmal klarkommen, Alter. Achtung jetzt. Ja, schieb mich an. Okay, ich dachte, du schiebst mich an. Okay, beim nächsten Mal, Programm. Besser ist von oben nach unten einzulenken, Alter. Ich muss da auch erst die Linie finden. Ja, boah. Du, noch solltest du mich nicht anschieben, eben. Wow, ich dachte, ich flieg raus, ey. Ja, hab ich auch gedacht. All clear. Ja, besser so von oben nach unten irgendwie, weißt du? Ja, ich muss da auch erstmal die Linie finden. Ich weiß auch noch nicht so genau. Von unten. Siehst du? Boah! Alter, das war aber arschknapp. Komm, wir sind noch dran hier. Ja, ja, noch geht's, klar. Aber jetzt wird's wieder schwierig hier. Ich glaube, ich muss. Fahr unten lang. Ja, ich muss lupfen, glaube ich. Ja. Ah, dann geht's. Okay. Ja. Fahr nicht zu weit, komm hier rüber. So, bleib hier so in der Mitte. Und jetzt versuch reinzulenken, nach unten. Ja, ja, ich versuch das wieder. Ja, wenn du lupfst, dann geht's. Dann kommen wir auch ran. Oh, da vorne kracht's. Oh, ich sehe gar nichts. Oh, nein! Scheiße! Verdammte Kacke, Alter, ey. Bist du durchgekommen? Ja. Alter, Mann, Aber ich gehe sowieso an die Box. Oh, jetzt kommt noch einer von hinten und haut mein Heck weg, ey. Obwohl meine Reifen noch ganz gut aussehen, komischerweise. Scheiße, Alter, ey. Boah, die Strecke ist der Burner. Oh, wir sind gerade dran gekommen. Ja. Aber du hast gemerkt, so wenn du mehr in der Mitte bleibst und dann runterziehst, kommst du besser in den Turn rein. Ja, auch wenn du lupfst, dann ja, geht's. Vor allen Dingen lupfen. Du musst vor dem Turn, ne? Ja, ein bisschen, kurz vorm Gas. Ja, genau, du musst vorm Gas gehen und wenn der kleine bisschen der Berg abfällt, dann Gas geben. Ja, genau, das habe ich eben auch gemerkt. Weil vorher hätte ich mal Vollgas gegeben gehabt, weißt du? Ja. Ist der Fraser noch da? Ja. Ja. Du bist heile durchgekommen, ne? Ja, ich bin doch eh schon überrollt worden. Ich bin dir gefolgt. Komm, zieh das Heck wieder raus, ey. Du bist genauso durch die Nebelwand gefahren wie ich. Ich bin ja einfach nur hinterher gefahren. Ja, ich bin ja auch durchgekommen, aber ich gesagt, war denn noch einer? Habe ich nicht gesehen, unten. Wo ich an Kai, Busch vorbei wollte. Wie sehen denn deine Reifen aus? Ich bin noch in der Box. Lass mich reparieren. Das ist nicht gut. Reparieren. Läuft das Auto nicht mehr gut. Wenn wir Neustart machen, wäre besser, ne? Auch für Fraser. Wenn er nochmal Bock hat, von mir aus kommen wir, sonst fahre ich so. Weiser? Komm, machen wir einen Neustart, hat ja so keinen Sinn. Guck mal, du hast überhaupt keinen Bock auf die Strecke, dann lass uns eine andere fahren. Das ist doch ja, denn, komm. Jetzt wollte ich nochmal testen, ob der noch fährt oder nicht. Ja, fahr ruhig mal. Aber hey, lass uns das mal mit dem Joe, der Fraser, was machst du denn da? Weiß nicht, wo ich bin. Ich hab ich sie auch überschlagen. Ich hab's gesehen. Oh, aber was für ein Zufall, mein Motor ist kaputt gegangen. Aber die würde ich mal gerne mit dem Joe, der auch David fahren. Oh. Oh, Alter. Oh. Das ist noch mal was Interessantes. Mein Tötenlohn von dem Team.
Weil sie ist halt wenigstens gerecht, Mirko. Was? Ja, also vom Fahren her. Weißt du, guck mal, Mirko, also der David, denke ich mal, kann das nicht, der Joe nicht, du nicht, ich nicht. Ja, trotzdem, David ist irgendwie... Der fährt irgendwie mit kaputten Sachen immer besser als mit heilen. Das verstehe ich immer wieder. Was ich auch gut finde, so mit dem Realistischen, das können wir auch mal einführen. Ja, das machen wir halt nur nicht, wie gesagt, wegen den Let's Plays normalerweise nicht. Weil... Ja, vielleicht gehört dazu. Ja, weil das eigentlich auch, ey. Theoretisch kann man das mal machen, aber wie gesagt, ich verstehe es auch, wenn wir es nicht machen. Aber ich fände es eigentlich besser, weil man dann anders fährt, viel vorsichtiger und übersichtlicher. Jetzt wollte ich doch testen, ob die Karre noch mehr Rücksicht und so weiter. Weißt du, so ist das ja egal, wenn du dann einen Unfall baust. Gehst rein, baust, bla, holst ja alles neue, bla bla bla. Aber so fährst du dann anders. Dann wirst du auch in deinem Geschirren ganz andere Siege. Muss auch mal immer mit KI fahren, finde ich. Finde ich auch gut, ja. Der, ja, Fraser, der hat eine gute Einstellung in der Sache. Nee, ich sag ja auch nichts dagegen. Also ich bin ja auch oft für sowas, aber ich verstehe es auch, wenn wir es mal nicht so machen, ne? Oh, dann würde ich eher so sagen, dass man eigentlich immer so fährt und dann mal ab und zu mal alles ausschalten. Aber nicht die ganze Zeit umschalten, weißt du, ich wollte schon ein bisschen realistisch bleiben. Ich glaube, das ist, du merkst direkt ein Fahrverhalten. Interessant ist das für 100% Rennen oder sowas, weißt du, eigentlich. Also wenn ich Singleplayer-Let's Plays mache, ne, mit den Dings, hast du, mit, wenn du schon gesehen hast, mach ich auch mal Schaden an. Ja. Wenn ich alleine fahre, mach ich sowieso Schaden an, weißt du? Ja, nichts gegen den David, ich kann ihn gut leiden. Ich kenne ihn zwar nicht richtig, aber ich schwöre dir, seine Fahrweise wird sich ändern, glaub mir das. Ja, weil er nicht mehr so aggressiv war. Genau, richtig. Der wird in einer ganz anderen Fahrstil, ja, also, Cheater Dave, wenn du das siehst, ne, dann weißt du Bescheid. Also, gewöhn dich an Schaden. Also, wie gesagt, ich persönlich habe da nichts gegen normalerweise. Weißt du? Ach so, Fraser, wenn du willst, können wir gerne ein anderes Rennen fahren. Also, mir ist das egal. Ja, wir machen noch einmal hier. Okay, alles klar. Versuchen und dann gucken. Okay, wunderbar. Sonst fahre ich einfach nur weiter. Ja, weil du bist schnell zurückgefallen. Ja, weil ich die Schräge ja nicht kann. Ich kann die überhaupt nicht. Guck mal, die Schräge hier, ne? Am besten so nicht da, wo der Mirko ist, sondern wo ich bin. Dann gehst du hier rein, lässt los vom Gas und ab hier gibst du wieder Gas. Ja, das funktioniert dann schon ganz gut, ja. Hab ich eben auch gemerkt dann. Muss dann halt viel korrigieren, auch wenn die Reifen quietschen, weißt du? Musst du viel korrigieren. Gas wegnehmen, Gas geben, Gas wegnehmen, Gas geben. Wenn er sich einmal vernünftig gefangen hat, dann kannst du wieder Vollgas geben. Boah! Ja, der vor mir war so laut. Voll erschrocken. Ich auch. Ich hab's im Lenkrad gemerkt. Also so mach ich das. Wollt nur einen Tipp geben. Ja, nee, ist schon okay. Ich hab ich geschlafen, ey, Mist. Ja, ich auch. Mann, ey. Ich hab den so gut hingekriegt, ey. Ich muss mir alles versauen. Alles versauen. Ja. Das geht auch nicht. Ich hätte so an Mirko vorbeiziehen können. Jetzt muss ich auch kurz vom Gas. Sonst wärst du weg gewesen. Bist du noch dran überhaupt? Ich sehe dich gerade nicht. Bin wieder weit weg, wie immer. Ja. Er hat Probleme da mit der Kurve. Ich versuche jetzt mal ganz oben. Ja, so da, wo du jetzt bist, eben da, wo die schwarze Grip-Linie, sag ich mal, aufhört, da kann man eigentlich ganz gut fahren, theoretisch. Aber ganz oben ist schlecht. Ja, oben ist schwierig, so. Versuch jetzt mal die Mitte. Ja, hier so, das ist eigentlich die beste Linie jetzt, weißt du? Ja. Wo bist du denn? Ich bin noch hinter dir. Super. Jetzt versuche ich mal ganz unten. Ja, das wird schwierig, weil da wirst du rausgetragen. Werde ich sehen jetzt. Aber die gehen alle von der Mitte. Sag ich doch, wirst du rausgetragen. Boah, was die Reifen quietschen. Sag mal, ey, dass du da nicht richtig rankommst hier.
Doch, eigentlich schon. Die Frage ist, ist mein Heck doch schon beschädigt gewesen jetzt? Nein, glaube ich nicht. Wow. Weil ich komme ja nicht mal an dich ran hier jetzt gerade. Komm ran, Junge. Ich kann die auch nicht hier verlieren vorne. Ja, wie gesagt, ich komme nicht mal richtig an dich ran. Ja, also es ist komisch gerade. Oh, das hat sich ja angehört. Krass. Bin gerade voll auf die gelbe Linie gefahren. Hammer, ich verliere sogar noch Boden auf dich, ey. Echt? Ja, ich sehe dich auch nicht mehr. Ja, ja, sehen tue ich dich noch, also so ist nicht. Mirko, du musst noch mehr vom Gas gehen. Vor dem Berg, muss ihn reinrollen lassen. Trotzdem stimmt irgendwas mit der Karre, glaube ich nicht. Weil dass du so weit weg bist, obwohl ich dann noch so hinterher fahre. Was fährst du in so Höchstgeschwindigkeit gerade? 243. Ich habe eine, doch auch 42, okay. Boah, ja, du, meine Reife, krass. Aber du bist ja wenigstens schon mal dran jetzt, ne? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum ich nicht rankomme. Boah. Jetzt verlierst du auch gerade ein bisschen Boden, ne? Jo. Ich war gerade eben auf dich dran, ey. Ziehen sie weg. Ja, jetzt sehe ich dich, aber ich komme jetzt selber auch nicht mehr dran. Ja, egal, vielleicht kommen wir zusammen wieder dran. Na gut, letzter wären wir alle schon mal nicht. Guck mal, jetzt habe ich nur noch 220 drauf. Okay, jetzt bin ich schneller. Viel schneller. Also wie gesagt, letzter werden wir nicht. Zwei sind schon mal weg, ne? Ja. Fahr du jetzt mal deine Linie, ich folge dir. Ja, ich fahr so mittig jetzt erstmal ein bisschen, glaube ich. Oh, so, hier in dem Bereich hier sogar. Okay. Versuche ich auf jeden Fall, ne?
Ja, einer verliest da hinten auch noch den Draft. Gerade. Ah, da geht der nächste. Aber die Linie, die du fährst, ist gut, ne? Ja, die ist ganz gut. Ah, hier geht der nächste. Der ist auch schon raus. Ja, das bin ich die ganze Zeit, aber egal. Ach, das bist du? Ja, das sehe ich so schnell nicht. Ich dachte, du wärst noch mit drin. Nee. Ja, also von mir aus können wir gerne eine andere Strecke fahren. Ja, wie viele Runden sind das jetzt noch? Nur 16. 16 Runden? Wenn du für ja, ich würde sagen, nur, komm, wir haben so ein bisschen kennengelernt, oder? Das ist die Aufnahme, brauchst du nicht veröffentlichen, überhaupt. Natürlich müssen wir die veröffentlichen. Aber hier ist 100% echt hammerhart. Weit weg, wenn du mal überlegst. Aber schon weit weg. Die sind verdammt weit weg. So, jetzt mach mal Vorschläge für eine andere Strecke. Bevor wir hier rausgehen. Aber sieht doch nicht. Aber ich komme auch nicht wirklich ran an dich. Der hatte ja auch eine Zeit lang. Ja, die Hoffnung wäre ja, dass der die KI nochmal wie so einen schönen Crash baut, ne? Ja. Oh, jetzt bist du aber weit rausgetragen. Was sagen denn deine Reifen, Mirko? Das weiß ich noch nicht, warte. Ja, geht noch. Meine auch. Also noch Kai geht's. Bus wurde überrundet, ne? Ja, sag ich doch, das ja, hab ich schon gesagt. Das hat ja gesagt, wir werden auf jeden Fall nicht Letzter, Alter. da war ich jetzt zu weit hoch. Boah, jetzt komm ich mal näher. Ja, eigentlich ist es besser für den Windschatten. Auf der Geraden komme ich gar nicht ran. Ja, hatte ich aber auch eine Zeit lang, wie gesagt. Ich frage mein Gemüt. Ich komme eher aus dem Ausgang der Kurve ran. So wie jetzt. Bam. Was machst du, gemütlich Spazierfahrt? Ja, 200. Ja, eigentlich ist das schon eine ganz schön schnelle Spazierfahrt, ne? Aber im Fall ist es wieder, ne? Ja. Yeah. Das ist wie. Chris, was heißt denn als beste Runde? 46, 4, 2, 6. Oh, ich ne 45, 6, 8, 4. Wie habe ich das gemacht? Ich verstehe, dass ich auf der Gerade nicht überholen kann. Das ist voll krass. Ich wusste gar nicht, dass sie so dicht hinter mir sind. Oh Gott. Ich fliege. Du fliegst? Ja. Also ich schätze mir, ich komme nicht. Oh, da qualmt irgendwas so. Etwas. Oh. Alter. Oh, und Cheetah Dave ist auch im Arsch gewesen. Ich wusste nicht, dass die so dicht hinter mir sind. Bevor die jetzt... Fahren wir dagegen, ist ja egal. Und dann plötzlich... Oh, die sind schon neben mir. Ich schieße voll hoch, ey.
Wolltest du das denn? Busch raus. Der andere raus. Jeder Hit ist jeder Hit ist tödlich. Wolltest du jetzt was anderes noch machen oder was? Weiß nicht, welche Strecke. Weil, oder sollen wir das jetzt hier noch zu Ende fahren? Ich würde sagen, eine andere wegen Fräser, ist auch scheiße für den. Okay, gut, dann warte kurz. Dann machen wir nochmal Mirko, wenn alle da sind. Was hältst du davon? Ja, ja, von mir aus. Das können wir richtig spannend. Auf jeden. Aber wie gesagt, warte kurz. Ich würde. Ja. Wie geil ist das denn? Ich bin über die eine Autoreihe rübergeflogen. Eine Autoreihe? Ja, muss man gucken. Ja, ich guck gerade nämlich nochmal. Warte kurz. 14.7 ist das, glaube ich. Flieg ich einfach rüber. Der Nika kommt gerade, ich fliege in die Luft und fliege über die andere Autoreihe rüber. Trotzdem hat es voll viele Zernagel, ey. Der Drittplay zu gucken, musst du ja echt nur einfach so zurückspulen. Mehr kannst du da gar nicht machen. Ja, ja, normal, ne? Sag mal, ich komme nicht hinten ran an dich. Ja, das war aber bei mir auch eine Zeit lang so. Das hat mich auch gewundert gehabt. Wenn man sagt, manchmal habe ich ja echt geklebt an dir, ne? Dennoch konnte ich nicht überholen. Ja, was wolltest du eben, Ricky? Das ist mal ein Big One. Ja, den gucke ich mir gleich nochmal an. Ja, oh, Alter, das war, ich bin auch ganz knapp an dir noch vorbei, ne? Das kann sein. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, alle Autos sind eh Arsch. Die Wetter hat eh für uns gemacht. Ich dachte zuerst, ihr kommt nicht durch, weil vor mir sind voll viele Autos hin und rechts, links, rechts gefahren. Oh, das ist ja danach. Rauch, Alter, ohne Ende, ey. Das sieht geil aus, Alter, wie wir zwei fahren. Ja, aber wie gesagt, war faszinierend, dass man nicht weiterkam. So, jetzt guck ich mir mal das aus deiner Perspektive an hier. Falls ich dich hier sehe. Na, das Problem ist, ich sehe dich hier gerade. Interessant, sehr interessant. Nee, ich sehe dich nicht. Wen meinst du jetzt? Ricky. Bei Driver, einfach mal auf 20 gehen. Nee, ich sehe dich nicht. Wenn ich 20 habe, dann kommt automatisch Pitcam, egal welche Cam ich einstelle. Dann ist er schon raus, oder was? Nee, nee, der du ist nicht raus. Du musst bis 14, ne? Ich bin ja schon bei 13 und gucke, ob du irgendwo bist. Jetzt hier bist du bei 10. Bei 11 ist schon nicht mehr. 12 nicht, 13 nicht. Ne. Kann ich nicht aber sehen. Aber du warst bei mir die ganze Zeit da. Ja, das ist manchmal so. Ich weiß nicht, nach was das geht. Kann ich dir auch nicht sagen. Naja. So, okay. Von mir aus können wir was anderes noch fahren. Wie spät ist es? Ich guck gerade mal. Das speichere ich mir mal. Ach du Scheiße. Ja, lass uns mal irgendwas noch fahren und dann können wir... Abzischen. Dann verabschieden wir uns heute hier aus Coca-Cola. Sozusagen. Bye.